Oh, der Alleskönner. Du kommst gerade wie gerufen. Äußerst angenehm. Gestatten? Ich bin Damon, Reporter für die Zeitung Blatt des Lebens. Das ist doch keine Zeitung, nur ein dreckiges Propagandablatt. Nun, durch meine Verbindungen zu Shinra komme ich immerhin an wertvolle Informationen. neugierig? Nur zwischen uns. Die Finanzabteilung von Shinra wollte Don Corneos wertvolle Kronjuwelensammlung beschlagnahmen. Aber jetzt kommt's. Der Schlüssel, um an seine Kronjuwelen zu kommen, wurde gestohlen. Von wem? Nun, von niemand Geringerem als dem mysteriösen Racheengel der Slums. Der legendäre Meisterdieb von Sektor 5, der Racheengel der Slums, der von den Reichen nimmt und den Armen gibt, ist wieder einmal aufgetaucht. Und? Wie sieht's diesmal aus? Interesse? Naja, Interesse schon, aber keine Zeit. Ah, Interesse. Sehr gut. Also dann, hier. Wo das Versteck des Racheengels ist, muss ich nicht nochmal sagen, oder? Hast du deine Lektion nicht gelernt? Naja, ich versuche, mir meinen Optimismus zu bewahren. Wenn der Racheengel mich ins Visier nimmt, habe ich eine noch viel aufregendere Story. Und was soll ich machen? Wenn es dir gelingt, den Schlüssel zurückzuholen, gehören Corneos Kronjuwelen dir. Ich will lediglich herausfinden, wer der Racheengel wirklich ist. Wenn du also auf Informationen stößt, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du sie mit mir teilst. Kommt schon! Los, kleine Fische! Hey Söldner, bist ja heute in Begleitung unterwegs. Ich bin Mirai. Cloud und ich sind, wie soll ich sagen,
flüchtige Bekannte. Was machst du hier? Vermutlich das Gleiche wie ihr. Oder seid ihr etwa nicht auf der Suche nach Corneus Kronjuwelen? Woher weißt du das? Ich liebe den Duft in der Gerüchteküche. Heute bin ich hier, um dieses pikante Gerücht auf Wahrheit zu überprüfen. Aber hier ist nichts Wertvolles versteckt. Wenn der Racheengel vor uns hier war, hat er die Kronjuwelen sicher schon an die Armen weitergegeben. Das mag wohl sein. Aber ich habe noch ein Gerücht aufgeschnappt. Beantwortet mir erst eine Frage. Nehmen wir an, ihr findet die Kronjuwelen. Was würdet ihr dann mit diesen wertvollen Dingen anstellen? Wir würden sie verkaufen. Um den Menschen in den Slums wieder auf die Beine zu helfen, braucht's eine ganze Menge Güter. Mit dem Erlös könnten wir Lebensmittel und andere wichtige Dinge kaufen. Wenn das so ist? Am Gerücht, dass der Racheengel den Schlüssel gestohlen hat, ist kein Körnchen Wahrheit dran. Fragt am besten mal Kiri, die weiß mehr. Die Kleine ist verdammt gut, wenn es ums Beschaffen von Informationen geht. Ihr könnt sie gar nicht übersehen. Man erkennt sie sofort an ihren geringelten Strümpfen und dem Hut. Wo finden wir sie? Da bin ich überfragt. Diese jungen Leute von heute sind doch ständig auf Achse. Oder etwa nicht? Tja, dieser unverschämte Reporter ist sowas von hart. Wagt es. Das tut weh. Bruder! Tifa! Mann, oh Mann, tut das gut, euch zu sehen. Hör auf, mich Bruder zu nennen. Bruder, ich bräuchte dringend deine Hilfe. Hast du mal eine Minute? Um was geht's? In letzter Zeit wurde es mir hier echt zu viel. Ich hatte schon meine Sachen gepackt und war drauf und dran abzuhauen. Als mir plötzlich mein ganzes Geld aus der Tasche gezogen wurde. Was habe ich auch für ein Pech? Warum immer ich? Ich bin ihr nachgelaufen, aber die war so schnell. Ohne Geld komme ich hier doch nie weg. Bitte hilf mir, Bruder. Bitte, bitte. Der Täter war eine Sie? Danke, Bruder. Ja, eine junge Frau. Sie hatte schwarze Haare, ganz hübsch eigentlich. Und ich glaube, sie hatte einen Hut auf. Und ja, genau, sie hatte gestreifte Socken an. Kiri? Wo ist sie hin? In Richtung Kirche, glaube ich. Und ich hatte mich so auf den Zug gefreut. Oh, die Züge fahren. Ich kann kaum noch sitzen. Haben all die Leute... Ich glaube, wir können uns den Zug ab... So war? Ich kann mir vorstellen, dass niemand das gerne alleine zu Hause hat. Kiri. Kiri? Noch nie gehört. So ein schöner Name. Kann man glatt neidisch werden? Ein Freund von uns hat gesagt, dass du ihm sein ganzes Geld gestohlen hättest. Ach, darum geht's euch nur. Ich dachte schon, es wäre was Schlimmes. Jetzt erinnere ich mich. Bist du nicht dieses Klatschmaul aus Sektor 5?
das könnte ich gewesen sein. Hatte mal so eine Phase. Aber sag mal, dieses Schwert kenne ich doch. Du bist der Alleskönner, von dem alle reden, oder? Was habe ich für ein Glück? Du musst mir helfen. Shinra ist hinter mir her. Hast du die etwa auch beklaut? Nein, das war ein Missverständnis. Ich konnte doch nicht ahnen, dass die von Shinra war. Und ich habe doch eh nur diesen einen blöden Schlüssel mitgehen lassen. Dafür muss man mich ja nicht gleich durch die Gegend jagen. Du hast also den Schlüssel geklaut. Ist das Ding so wichtig, dass sich das schon rumgesprochen hat? Aber das wusste ich doch nicht. Will man mich dafür umbringen? Muss ich mich mein Leben lang verstecken? Bitte, Kiri. Gib unserem Freund zurück, was du ihm gestohlen hast. Und den Schlüssel kannst du mir geben. Vergiss es. Dann habt ihr, was ihr wollt und lasst mich allein. Wer soll mich denn dann beschützen? Um Shinra kümmern wir uns schon. Also gib uns den Schlüssel. Versprochen, ja? Die Typen von Shinra sollten jetzt gerade am Kolosseum rumhängen. Sie warten bestimmt auf mich, bin nämlich für ein spezielles Match dort eingetragen. Ist schon überall angekündigt. Bist du verrückt? Quatsch, die können warten, bis sie blau werden. Ist ein Wunder, dass du nicht schon längst draufgegangen bist. Nehme ich als Kompliment. Sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Den Schlüssel kriegt ihr, wenn ich in Sicherheit bin. Willst du wirklich nochmal zu Corneo? Ein Versuch ist es wert. Wieso nochmal? Wart ihr etwa schon mal bei dem Kerl? Kein Kommentar. Hä? Ich hab's selbst gesehen. Cloud? Diese ich will nicht drüber reden. Die haben Corneos Villa bestimmt. Champion, du kommst diese Kiri. Wie wär's, Champ? Kein Problem. Hoho, ein Mann, ein Wort. Mit dir als Ersatzprogramm wird sich niemand beschweren. Was machst du denn hier? Diese verlogenen... Das muss ein Handler... Kiri ist verhindert. Dann mach ich halt Blut euch zwischen den Kontrahenten im Racheengelkampf. Passt das nicht wie die Faust aufs Auge, werte Zuschauer? Und ihr Kampf beginnt jetzt! Ich zähle auf dich. Es geht los! Ich zähle dich! Das kann ich dir halten! Ja. Ich sage, jetzt setz noch einen auf! Schön weit aus! Und? Zack!
übernimm du. Ich leg los. Gib auf dich acht. Auf Onkel Barrett ist mal das. Du bist am Zug. Dein Einsatz! Wurde schon ungeduldig! Komm schon! Gefallen! Wie schmeckt dir das? Vergiss es! Ich zähle auf dich! Lass mich mal! Es geht los! Noch bin ich am Leben! Es geht weiter! Ich gebe nicht auf! Roger, ich übernehme! Moment! Übernimm mal! Ich mach das. Ich zähl auf dich. Die Arbeit. Ja? Es wird kalt. Wie wir ihn kennen und lieben. Vor ihm wird selbst die wildeste Bestie zu einem schnurrenden Kätzchen. Ein souveräner Sieg für unseren Topstar. Ha, bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. Abgefahren, ihr habt's echt drauf. Bin schon gespannt auf euren nächsten Kampf. Erledigt. Shinra wird dich nicht mehr verfolgen. Oh, echt? Oh, wunderbar, da bin ich aber froh. Hast du deine Lektion gelernt? Klar, immer vorher gucken, wen man bestiehlt. Das war sie auf keinen Fall. Gut, das wär's dann erstmal, oder? Ich müsste eben mal nach Hause, wenn ihr nichts dagegen habt. Stillgestanden! Oma, was machst du denn hier? Fräulein, du bringst mich noch ins Grab vor Sorge. Danke, dass ihr euch um sie gekümmert habt. Ihr seid verwandt? Hatte ich das nicht erwähnt? Dieser kleine Frechdachs ist meine Enkeltochter. Guck, wir haben die gleichen Augen. Komm, Kiri, stell dich nicht so an und gib ihnen den Schlüssel. Na gut. Übrigens, darf ich eigentlich auch wissen, wozu der gut ist? Schnüffel nicht immer so rum, Kiri. Kehr erst mal vor deiner eigenen Tür, bevor du dich wieder in irgendwas verwickelst. Sei nicht so fies, Oma. So schlimm bin ich doch gar nicht. Sag die, die alles klaut, was nicht festgenagelt ist. Selbst eine diebische Elster hat einen Ehrenkodex einzuhalten. Mach deinen Job gefälligst anständig. Sonst kannst du dir aus dem Kopf schlagen, der nächste Racheengel zu werden. Warte mal, du bist der Racheengel? Und du bist von Avalanche. Ich kann deine Unruhe spüren. So viel ist noch ungetan, nicht wahr? Mir geht es genauso. Ob Racheengel oder Avalanche, so verschieden sind wir nicht. Das sind nur unterschiedliche Namen für einen gemeinsamen Kampf. Jeder Mensch besitzt die Freiheit zu wählen, wer er sein will. Oder?
Man sagt, dass sich Corneo in der Kanalisation mehrere Geheimräume eingerichtet haben soll. Und wenn die Züge mein Portemonnaie! Bruder, ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann! Hör auf, mich Bruder zu nennen. Danke, damit komme ich hier endlich weg. Du gehst echt? Tifa, halt mich nicht auf. Du hast es vielleicht schon gehört, aber man hat es auf mein Leben abgesehen. Ich kann hier nicht länger bleiben. Okay. Aber wenn du willst, dass ich bleibe, Tifa, und wir beide... Viel Glück, Johnny. Danke. Du wirst überall klarkommen, Johnny. Da bin ich mir sicher. Oh, Tifa, meine ewige Muse. Wenn du das sagst, dann muss es stimmen. Dein Johnny schafft es überall. Also dann, Bruder, Tifa, wir sehen uns. Ich habe extra meinen Taschengeld für die Fahrkarte gespart. Alles umsonst. Mir geschieht es egal, wenn ich das gewusst hätte. Sternfriede. Lästig. Bring es hinter uns. Kein Problem.
Seid ihr soweit? Gut, dann runter. Was ist das für ein Loch? Und du sagst uns danach, wie wir raufkommen, ja? Solange ihr euren Job macht? Also ich trau dir noch nicht, Freundchen. Eine falsche Bewegung und es knallt, klar? Dann durchlöcher ich dich wie ein verdammtes Sieb. Teile dir deine Munition besser gut ein. Hier gibt's gefährliche Kreaturen. Alleine würde ich hier nicht rauskommen. Doch mit euch wird das ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns. Wir gehen zum großen Kanal an der Grenze zu Sektor 7. Ihr geht vor. Ich folge euch mit etwas Abstand. Nein, Corneo gehört mir. Wie? Bitte. Verstanden. Damit wäre die Suche nach Corneos Kronjuwelen wohl beendet. Und was machen wir damit? Könnte ziemlich lange dauern, bis wir einen Käufer finden. Wir sollten sie Male geben. Die kümmert sich um den Wiederaufbau der Slums von Sektor 7.
mit mehr Leuten gerechnet. Oh, schön euch zu sehen. Das hier schickt der Racheengel. Das sollte uns beim Wiederaufbau von Sektor 7 helfen. Der Racheengel? Der Racheengel der Slums? Habt ihr ihn etwa getroffen? Nein, er hat uns die Sachen nur zukommen lassen. Na sowas? Der Racheengel der Slums? Oh! Das ist ein wahrer Held. Sein Geschenk werde ich für einen guten Zweck einsetzen. Ach, ehe ich's vergesse. Das hier ist für euch. Könnt ihr sicher gut gebrauchen.